Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Challenge. Heute bestreiten wir die vierte Arena, wenn ich gerade nicht dumm bin, zumindest. Und zwar... wie geht's? Das ist eigentlich eine Feuerarena, aber... ne, verstehst? Randomizer... Ich verstehe sehr wohl und ich habe Angst, weil die letzten zwei Arena-Leiter mir echt Probleme gemacht hatten, falls ihr euch erinnert. Ah, so funktioniert die Arena. Oh, hi. Und ich hätte Pflanzi vielleicht von erster Stelle... Doch nicht. Ja, gut. Das Ding kann Flugattacken. Okay, ist auch Typ Flug. Das wusste ich gerade nicht mehr. Warum benutze ich Quick Attack? Ich keck. Mein Team habe ich seit der letzten Folge überraschenderweise nicht geändert. Ich weiß jetzt schon, dass die Arena mich seelisch fertig machen wird. Es war klar, dass hier... Oh, Doppelkampf habe ich aber nicht mitgerechnet. Und du haust einfach mal so. Schön. Nicht schön. Gott, wach doch auf! Okay, jetzt mache ich... Obwohl, mach trotzdem, denke ich, den besten Schaden auf das Ding auch. Pflanzi schläft sowieso, da gehe ich jetzt auf. Super Potion auf Steckdose. Und du schaltest hoffentlich das Vieh. Ja, danke. Und Pflanzi ist raus. Beleber habe ich immer noch nicht, soweit ich weiß. Aber stimmt, ich bin ja gar nicht beim Arena-Leiter, lol. Das heißt, ich kann auch zurückgehen. Instant noch einer. Aha, Flug habe ich nicht zufällig dabei. Sehe ich das richtig? Warte, doch, was laber ich? Warte, du bist ja gar... Das Ding ist ja gar nicht Typ Psycho, ich schlauer Mensch. Oh, schöner One-Hit, Fragezeichen, man. Ein Regentanz bringt ja auch nicht viel. Und gewonnen. Was habe ich jetzt wieder gedrückt? Ja, doch. Das passt in der Form, dass ich mich heilen gehe. Nicht hier rein. Ach. Medizinladen. Ja, ich
Bin mal gespannt, wie die Arena weitergeht. Ein paar Trainer habe ich jetzt inzwischen besiegt bekommen. Ah, das ist auch noch ein Trainer. Meganie, auch ein Mon, das echt cool fürs Team wäre. Also wenn ich eins finden würde, wäre auf jeden Fall Pflanz hier raus. Oh. Bin ich blöd? Hä, nee, hä? Warte, ich laufe hier hin und her, was mache ich? Hilfe! Das ist nicht gerade meine Lieblingsarena. Oh, du bist auch noch ein Trainer. Diktri. Warum benutze ich Megasauger? Ich hätte jetzt eher mal hier. Zack. Tyrann, Level 26. Wieder falsch gelaufen. Wo komme ich hier mit hin? Ich muss hier lang. Ja. Wow. Ich würde sagen, weil mein Level im Moment insgesamt eigentlich sehr gut ist, oder? Ich überlege, auf jeden Fall nehme ich mir den EP-Teiler. Ach, ich gebe den mal Pflanzi. Und ich wechsle. Tyrann hat halt keine wirklich guten Attacken. So, nächste Runde. Ich denke, mit Trainern bin ich inzwischen schon sehr weit vorangekommen. Warte. Ich lerne auch nicht, ne? Hier noch mal. Hier hin, ja. Jawohl. Gut. Dann geht es in den nächsten Arena-Leiterkampf. Nachdem bisher zwei von den drei verdammt schwer waren und an den dritten erinnere ich mich nicht mehr, daher gehe ich davon aus, dass der nicht schlimm war. Willkommen, Nevale. Schön, dass du hergekommen bist. Ach, halt doch einfach die Fresse. So, Arena-Leiterkampf gegen, keine Ahnung, wie auf Deutsch heißt. Dachwerte, es hat während der Tür geklopft. Sehr guter Lead für mich. Wir beginnen mit einem Pflanzen-Pokémon. Das Delegator benutzt. Und geheilt wird. Und inwiefern hat dir das jetzt was gebracht? Das werde ich wohl nie rausfinden. Als nächstes. Ach, Kacke. Ich glaube, das ist doch, Dings. Ja, genau an dich habe ich gedacht, glücklicherweise.
Kamerup holt sich seinen zweiten Kill ab. Ein Level Up noch gegönnt. Ja, da gibt's Besseres in meinem Team, nämlich Steckdose. Der Kampf ist jetzt bisher nicht die Herausforderung. Oh, ich bin ja sogar underleveled. Echt jetzt? Dieser Kampf ist aber nicht die Herausforderung, die ich erwartet hatte, muss ich sagen. Oh, das macht deutlich weniger, als ich dachte. Ich dachte, das wird ziemlich deutlich one-hitten. Naja, jetzt... Wow, warum können eigentlich so viele Mimik? Jetzt kann das Ding nächste Runde Schockwelle einsetzen. Glückwunsch. Da, selbst wenn du dran gekommen wärst, hätte dir das nichts gebracht. Willst du mich jetzt... Das ist das nein, eben nicht. Das ist dein letztes Pokémon. Okay, ich dachte, es wäre die zweite Entwicklung und nicht Tauboga, dachte ich, und nicht Tauboss, aber trotzdem schwach. Vom Level her war auch jetzt das X-Bad am besten. Ja, das war der Arena-Kampf. Und zwar anders als der vorherige. Ja. TM50, außerdem kann ich jetzt Stärke nutzen. Also, wir sind mit vollem Leben in den Arena-Kampf reingegangen. Und auch mit vollem Leben wieder raus. Yay. Jetzt mal for real, ich habe wirklich keinen einzigen HP-Schaden genommen. Stärke kann doch schon wer, ne? Das hier ist halt eine krasse Attacke, die ich gerne auf Kamerupt spielen würde. Bloß die Sache ist die. Das ist halt, ne, eigentlich nicht so die Feuerattacke, die ich im Moment spielen will. Aber ich nehm's. Ich habe kurz überlegt, ob ich Tackle rausnehme und Glut erst noch drin lasse. Hi, lang nicht gesehen. Wie, du hast den Ordner? Du musst tolle Pokémon haben. Ja, nimm. Damit kann ich in die Wüste. Wie gesagt, dann kannst du in die Wüste. Stimmt, die nächste Arena. Kann ich die jetzt schon einfach erreichen, indem ich hinrenne? Oder muss ich vorher durch die Wüste? Ich gehe in die Wüste. Yo! Aber Gardevoir... Schon richtig krasses Mon, muss ich sagen. Aber allgemein ist mein Team halt schon richtig krass drauf, muss ich sagen. Allgemein ist mein Team richtig krass drauf. Pflanzi wäre das einzige Pokémon, das ich entbehren könnte. Und ein Pflanzen-Pokémon an sich, obwohl... Na, ich hab eigentlich... Ich hab gegen alles, was für das ich Pflanze brauche. Und eine wichtige VM kennt's jetzt nicht. Blitz, okay, aber... Okay, das... Ja! Kacke. Dich gibt's ja auch schon wieder. Ah ja, hier gibt's einen Turm, der random auftauchen kann. Und das Ding sieht ein bisschen weird aus. Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf, dass es ja übel schlau ist, wenn ich hier mit meinem Kamerup bin, hab nicht drauf geachtet, was. Weil hier Sandsturm herrscht. Und der juckt meinen Kamerup nicht.
Ja, das ist ja gar nichts. So, die ersten zwei Kills. Digga, ich habe gerade eben gegen deine Weiterentwicklung gewonnen, Smogon. Nächster Kill. Ah, verfehlt, schade. Und die AP sind halt... Warte. Ich habe gerade eine gute Idee, was die AP angeht. Okay, ich hatte zwar im Kopf, dass ich auch noch ein AP Max habe, aber dann halt nicht. Alter, hier gibt's ja voll viele Mons, die ich schon habe. Okay, wenn du nicht willst. Digga. Wie kann's sein, dass ich schon wieder nicht Hallo, ist das gerade ein... Ich dachte schon, das wäre jetzt ein Bug. Sandsturm. Das da hatten wir schon mal gesehen. Hier kann der Turm spawnen, soweit ich weiß. Unten. Oh. Golking ist nicht der Gegner, den ich suche mit Kamerupt. Bin ich eigentlich der Einzige, der die Attacke, die Golking gerade benutzt hat, eben. Heute ganz schön viele von den Blitzer. Bin ich eigentlich der Einzige, der für komplett unnötig hält, weil die eigentlich nur Wasser- und Boden-Pokémon können. Und gegen die bringt Feuer ja ohnehin nichts. In Mystery Dungeon Games kann das noch sinnvoll sein, weil man da ja auch mal mit Feuer-Pokémon oder solchen gegen die kämpfen muss. Oh. Aber hier in den normalen Spielen ist das da wirklich sinnvoll. Ich brauche keine Pokémon, die ich schon im Team habe. Ja. Mein Team im Moment ist halt verdammt stark. Da bringt dir Eingraben nichts gegen. Nee. Du warst heute ja schon mal da. Hattest heute schon einen Auftritt. Da wurdest du verglutet. Diesmal wirst du einfach komplett verbrannt. Das kann einschläfern. Nee. Da ist mir die Genauigkeit zu low. Nächstes Opfer für Kamerupt. Der gönnt sich heute richtig. Oh. Drache. Hab ich irgendwas gegen Drache? An sich nicht. Deswegen gehe ich mal auf meinen Tyrann. Oh, stimmt. Wegen Flugtyp ist das ja auch sehr effektiv. Da hatte ich keine Ahnung, was das ist. Bin einfach mal drin geblieben. Das war jetzt zwar eigentlich eine wegen Kampftypen komplett schlecht, aber sowas schafft Despotar ja wohl noch. Oh, letzter AP. Das ist halt der auch ein Nachteil. Na toll, die Wüste ist einfach nur eine Abkürzung. Ich brauche nicht noch einen Blitzer. Ich hab schon eins. Zumindest mal was Neues. Fliegen kann ich halt leider noch nicht.
Deswegen finde ich das jetzt dezent unnötig. Wahrscheinlich verpasse ich auch oder? Warte. Hier habe ich ziemlich viele Trainer noch nicht bekämpft, wenn ihr euch eine... Oh, so ein Trainer. Züchter, 6 Low Level. Das macht noch weniger, als ich dachte. Das Ding ist nur Level 11, Kamerupt. Ich wechsle mal auf wen, der die ganzen hier einfach wegzuhiebt. Günther, du hattest heute noch keinen richtigen Auftritt. Hab nicht geguckt, aber ist mir auch egal. Pflanzen hier sind inzwischen verdammt hoch gelevelt. Nee. Ja, Klasse Trainer. Oh, hier gibt's Ampharos. Früher gerne, aber ich brauche keine Elektro-Pokémon. Ich bin mehr als zufrieden mit Steckdose. Der leistet einen guten Job. Noch ein Gardevoir, alles klar. Ich kann's ja noch mal probieren. Das Ding hat gerade Teleport benutzt. Yay. Mal wegen AP vor allem ins Pokémon Center gucken und mal in den Pokémon Markt. Aber ich glaube, ich kann tatsächlich gleich in die nächste Arena. Ja, komm. Aber hier ist ein Scheißladen. Bruh. Dann weiter zurück hier. Warum nicht? Kacke, ich habe keinen Zerschneider bei den Konto Olaf, soweit ich weiß. Magneton brauche ich auch nicht. So. Shop. Bist du ein bisschen besser? Gibt's hier zumindest Superbälle? Ja. Ja, ich würde sagen, wie läuft. Hier muss man immer eine Seite auswählen. Ich werde aber, denke ich, alles machen. Genauigkeit oder Geschwindigkeit. Und man muss die Kämpfe gewinnen, bevor man weiter darf. Ja. Jetzt nicht gerade. Ich wollte mich gerade über das Hydropi lustig machen. Wow, die Hyper Potion bringt's dir. Jetzt geht's zurück und hier lang. Ja, die 10 geht daneben, aber die 5 nicht. Ja, die 10. Recovery, yay. Uff.
Uff. Okay, hat auch noch geklappt. One-Hit-KO. Dieser Raum funktioniert auf keinen Fall. Ich weiß, dass manche Räume mit Items funktionieren. Aber der Raum, der mit K.O.-Attacken funktioniert in einer Randomizer... Nein, noch nicht. Oh, Namaldo. Käfergestein, wenn ich nicht blöd bin. Ich bin aber blöd genug, Kamerup drin zu lassen. Was ist gut dagegen? Mal kurz Kamerup teilen gehen, aber auch von der ersten Stelle wegtun gleichzeitig. Mein Team ist halt verdammt stark, muss ich echt sagen, was es im Moment ziemlich einfach macht. Ich meine, wenn man das mal so sieht, am schwächsten sind da an sich Sichlor und Roselia. Ja doch, Roselia. Vom Level her nicht. Oh, Verwirrungsraum, ein Glück. Muss ich den nicht wirklich machen. Das ist aber auch schon der letzte, ne? Sehr guter Pick für mich. Ja, sehr gut. Kommen wir zum zweiten Arena-Leiter für die heutige Folge. Nicht. Oh, wow. Chill down, Brudi. Was bringt dir scheiß Imitationsding? Auf geht's. Hey, Papa. Das ist ja der Vater von einem dieser Arena-Leiter. Du hast 4 Orden? Okay. Wir kämpfen jetzt. Mal gucken, ob Norman, der tatsächlich im Englischen und im Deutschen gleich heißt, anspruchsvoller wird. Und er beginnt mit einem nervigen Kackviech, das mich gleich mal zum Wechseln zwingt. Fragezeichen, man hat in letzter Zeit sehr wenige Aufträge. Oh, der Damage. Sehr schön. Der erste Kill für mich. Was bist du? Oh. Das hier könnte glatt ein Pflanzen-Arena-Leiter sein, aber ein starker. Aber das wird wieder nicht ausreichen, um gegen mich wirklich was auszurichten. Du nervst. Jetzt bist du tot, nur falls du es nicht weißt. Ampharos. Kamerupt, finish den Kampf. Gegen den Arenaleiter. Mit Intensität 9. Damit ist der zweite... Was ist das? Oh. Risikotackle. Ja, das war's. Der zweite Arena-Leiter für heute. Jetzt darf ich surfen. Günther, komm mit. Norm, geht schon, oder? Ja. Hi. Entschuldige mich, aber... Wally ist sehr gesund, seit er... er in der Stadt da irgendwo ist. Du hast ihm doch geholfen, Pokémon zu fangen. Das hat ihn schon glücklich gemacht. Und mich also auch. Ja, hier, nimm. Okay, ich habe mich gerade bereits gefragt, wo ich Surfer herbekomme. Ich denke, das ist die Antwort. Kann das Günther? Jawohl. Was?
Warum kann Despota Surfer? LOL. Ich weiß jetzt echt nicht, wieso Despota das kann. So. Surfer ist auch eine Attacke, die man wirklich gerne reinnimmt, weil sie stark ist. Damit würde ich sagen, war es das für die heutige Folge der Pokémon Randomizer Challenge. In der nächsten Folge geht es weiter. Ich denke, wo muss ich lang? Ich gucke kurz auf die Karte. Aber ich habe eine Vermutung, nämlich... Hier war ich noch nie. Doch, doch, hier muss ich lang. Route 119. Ich glaube, das war vorher wegen irgendwas blockiert. Nächstes Mal geht es dann hier bei Route 118 weiter. Ich werde offscreen hinlaufen. Wir sehen uns. Bis dann. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. 2 Arena-Leiter-Battles verdienen ja wohl Support. Ciao.